Grüß Gott zusammen, mein Name ist Elisabeth Lanz. Ich arbeite hier im Weingut Markgraf von Baden und wir stehen hier direkt am See an der Birnauer Kirchhalde in unserem Grauburgunder Weinberg. Die aktuelle Lage, dürfen wir nicht mehr so viel raus. Ihr dürft nicht mehr so viel raus, deshalb haben wir uns gedacht, wir bringen euch unsere Weinberge und den See ins Wohnzimmer. Damit starten wir heute. Es soll eine Reihe werden, was wir übers Jahr so im Weinberg machen. Wir sehen, die Reben sind alle geschnitten. Die Grundlage für einen guten Weinjahrgang 2020 sind gelegt. Und als nächstes kommt jetzt das Thema Rebenbinden, womit wir uns beschäftigen. Wir binden die Rebe, dass alle Triebe gleich gut wachsen. Man sieht hier, sind die Augen, wo die Triebe rauskommen. Und bei einer Rebe ist, dass das Auge, das zum weitesten weg vom Kopf ist und das im obersten ist, am stärksten wächst. Ich möchte aber ein gleichmäßiges Triebwachstum haben. Deshalb lege ich die Rute flach auf den Draht. Somit sind alle auf der gleichen Höhe. Und durch den Knick wird das letzte Auge auch ein bisschen schlechter versorgt. Und somit können alle Triebe gleich wachsen. Das heißt auch, dass die Trauben alle ziemlich auf der gleichen Ebene sind, was mir die Pflege übers Jahr von den Trauben enorm erleichtert. Hier steht jetzt noch eine zweite Rute, die ich nicht nach unten biege. Es hat folgenden Hintergrund. Wenn jetzt richtig kalte Frostnächte während des Austriebs kommen, kann es sein, dass unsere Triebe erfrieren, weil sie sind sehr empfindlich zu dieser Zeit. Die Wärme steigt nach oben, deshalb werden diese Triebe hier nicht so leicht erfrieren. Wenn jetzt diese alle tot sind, kann ich immer noch diese Rute als Ersatzrute nehmen, nach unten biegen und habe trotzdem einen Ertrag für dieses Jahr. Heute Morgen ist es noch ziemlich frisch, man sieht es, ich bin dick eingemummelt. Es liegt auch noch ein leichter Reifer auf dem Gras und Klee und den Blumen. Aber der Frühling klopft mit aller Macht an die Türe. Man sieht die ersten Frühlingsboten, das Frühlingshungerblümchen, die Taubnesseln, persischer Ehrenpreis oder auch Löwenzahn im Hintergrund schon blühen. Man sieht auch, wenn es richtig warm wird, schon die ersten Insekten fliegen. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern und wir haben den Austrieb in den Weinbergen. Ihr seht, wir sind am Anfang des Vegetationsjahres. Bei uns gibt es jetzt richtig viel zu tun langsam. Wir haben uns vorgenommen, euch über die Arbeiten im Weinberg auf dem Laufenden zu halten. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.